Also ich muss ja sagen, als Vorbereitung für dieses Interview habe ich dein Buch gelesen, nicht das gesund gevögelt, sondern das Nachfolgeexemplar gesund gevögelt in 12 Wochen. Ja, genau, das hier, ne? Genau das. Und ich war da stark beeindruckt davon und ehrlich gesagt, ich meine, ich bin jetzt 59 Jahre alt und keine Jungfrau mehr. Aber trotzdem kam ich mir vor wie ein blutiger Anfänger. Echt? Ehrlich? Okay. Wow. Ja. Also, dieses 12-Wochen-Programm, das fand ich schon sehr interessant und das hat mich dann auch inspiriert, vielleicht mal was anderes auszuprobieren. Aber jetzt mal zu unserer nächsten Frage. Wenn ich jetzt, so wie ich, eine ältere Frau bin und mein Sexualleben auf Vordermann bringen will und jetzt nicht unbedingt einen Coach engagieren will, welche Tipps würdest du mir denn da geben? Also der erste Tipp ist immer bei sich selber anfangen, Selbstbefriedigung und da auch mal, ich sag mal, neue Varianten mal auszuprobieren. Weil da haben Menschen, egal ob Mann oder Frau, oft so eine bestimmte Technik, wie sie das immer machen. So ein bestimmte Handgriffe oder irgendwie bei Frauen ist es dann mehr so mit Druck, irgendwie so ein Kissen zwischen die Beine klemmen oder irgendwie sowas. Und dann macht man das immer auf die gleiche Art und Weise. Und da mal eine Varianz reinbringen, da mal was Neues ausprobieren. Das wäre mal mein erster Tipp. Also auch für Frauen. Heutzutage haben ja viele Frauen Vibratoren. Und die haben Vor- und Nachteile. Natürlich kommt man damit sehr schnell zum Ergebnis und das fühlt sich auch cool an. Aber ich beobachte das auch bei manchen. Wenn man sich dann zu sehr an diese Vibration gewöhnt, dann kann man mit einer normalen Berührung irgendwann nicht mehr so viel anfangen. Also das Ja, das heißt, ist ja nicht so nicht effizient genug, kann ich mir vorstellen, oder? naja, es ist halt diese ganzen modernen Geräte, das sind ja Hilfsmittel letztlich, ja. Und wenn man jetzt als Frau recht empfindlich ist, dann kommt man vielleicht mit so einem Vibrator schon nach einer Minute zum Orgasmus. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie Fast Food. Aber wenn man es dann irgendwann nochmal mit der Hand probiert, dann wird einem das selber schnell zu langweilig. Das ist natürlich blöd, weil dann hat natürlich ein Mann erst recht keine Chance mehr. Ja, also jetzt gibt es ja noch diese ganz Die armen modernen. Männer. Ja, ich meine, jetzt gibt es noch diese ganz modernen Dinger, wie heißen die, Womanizer, ja, die so Ja. mit Pulswellen arbeiten. Das kann man alles mal ausprobieren, ja, aber bitte nicht an eine Sache gewöhnen, sondern mehr diese Varianz sich beibehalten, gerade auch im Alter und natürlich Also auch, wenn. Vorsicht vor Vibratoren. Gelegentlich ist gut, jedes Mal nicht.